Anfang Oktober 1965 hat in Düsseldorf eine Jugendgruppe des Bundes entschiedener Christen, wohlversehen mit Gitarrenbegleitung, einem evangelischen Pressefotografen und zwei etwa 30-jährigen Diakonissinnen am Ufer des Rheins Bücher verbrannt. Unter Absingung frommer Lieder. Mit Genehmigung des Amtes für öffentliche Ordnung. Und, wie dergleichen zu geschehen pflegt, spontan. Die jungen Protestanten hatten ihren spontanen Entschluss bei besagtem Amte 4 Wochen vorher angemeldet. Und die Polizei hatte das Auto dafür erlaubt. Wegen des feuergefährlichen Funkenflugs, allerdings nicht auf dem im Gesuch erwähnten Karlplatz, sondern am Rheinufer. Hier wurden dann also, neben Schundheften, Bücher von Camus, der Sagan, von Nabokov, Günter Grass und mir mit Benzin begossen und angezündet. Die Schundhefte waren jugendliches Eigentum. Den literarischen Teil des Zündstoffs hatte man aus den Regalen von Eltern und Verwandten entfernt, bei Zeiten ins Jugendheim gebracht und dort in Pappkartons deponiert gehabt. Spontaneität ist seit alters her ein schönes Vorrecht der Jungen. Die in- und ausländische Presse griff das Ereignis sofort auf. Und als ich eine Woche danach wegen einer seit Monaten anberaumten Vorlesung in Düsseldorf eintraf, erschien ich, trotz des Zufalls, wie aufs Stichwort. Die evangelische Landeskirche hatte sich distanziert. Die Zeitungen brachten Leserbriefe, Glossen und Reportagen. Und was taten die kleinen Brandstifter? Sie waren verblüfft. Sie wiesen jede Anspielung auf die Bücherverbrennung vom Mai 1933 entrüstet von sich. In einer ihrer Bibelstunden war von einem Briefe des Apostels Paulus an die Epheser die Rede gewesen und von der Verbrennung heidnischer Zauberbücher. Nicht Goebbels, sondern Paulus hatte sie inspiriert. Sie kannten nicht die Deutsche, sondern die Apostelgeschichte. Thank you.